Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen GIF-Cast zu Friends für GTA Online. Und das Beste ist, Leute, ihr könnt euch sogar solo verglitschen. Das bedeutet, fürs Verglitschen selber braucht ihr gar keinen Freund. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, denn sonst verpasst ihr diese krassen Glitches. Und Leute, ich habe für euch sogar eine kleine Überraschung, denn am Ende des Videos gebe ich was bekannt, was euch, glaube ich, ziemlich freuen wird. Beziehungsweise, ich glaube, ihr nehmt das Angebot gerne an, deswegen bleibt bis zum Ende des Videos dran. Aber gut, Leute, ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr ein MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und außerdem muss im Lager für persönliche Fahrzeuge ein Fahrzeug stehen, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also einen kostenlosen LG oder so einen Faccio-Roller. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub oder, Leute, oder eine Arena. Und jeweils in diesem Gebäude, was ihr halt benutzen wollt, braucht ihr ein Fahrzeug. Und keine Sorge, Leute, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Hauptsache, es ist ein normales Fahrzeug, womit ihr in Kamid reinfahren könnt. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr auch noch einen Freund, der euch das Fahrzeug gibt, was ihr gerne haben möchtet. Ist ja irgendwie logisch. Aber gut, Leute, das war's schon, denn wir können es direkt anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund zum Beispiel in einer Freundessitzung. Denn als erstes müsst ihr euch verglitschen. Aber wie gesagt, das Verglitschen ist solo, ihr braucht dafür euren Freund nicht. Denn ihr bestellt jetzt ein Fahrzeug von eurer Arena oder Nachtclub, je nachdem, was ihr benutzen wollt. In diesem Video werde ich die Arena-Methode benutzen. Das bedeutet, ihr bestellt ein Fahrzeug von der Arena. Es ist völlig egal, welche Arena-Ebene. Gut, habe ich jetzt ein Auto bestellt, fahre ich jetzt zum Kamid. Seid ihr jetzt im Kamid angekommen, Leute, müsst ihr jetzt wieder ins Auto einsteigen und auf die Teststrecke fahren. Aber wichtig, Leute, ihr müsst mit anderen Spielern so gesehen beitreten, also die obere Variante der Teststrecke. Seid ihr jetzt auf der Teststrecke, Leute, öffnet jetzt euer Handy, geht auf Kontakte und ruft Simeon oder Geralt an, denn ihr braucht einen Kontaktjob auf eurem Handy. Habt ihr Simeon oder Geralt angerufen und habt jetzt einen Job auf dem Handy, öffnet ihr jetzt auf dem Handy auf der Jobliste den Job von Geralt oder Simon. Und zwar so, Leute, dass ihr nur noch einmal X drücken müsstet, um diesen Job zu starten. Okay, Leute, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr mit ein bisschen Speed wieder zurück zu dieser Rampe rauffahren, wo sie wieder zurück zu Alice Kamid geht. Denn, Leute, kurz bevor ihr diese Rampe hochfahrt, müsst ihr X drücken, um den Job zu bestätigen, um den Job zu starten, so gesehen. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr kurze Zeit später einen verbuggten Screen bekommen. Manchmal wird euch auch dieses Kamid-Menü angezeigt, dass ihr wieder zurück ins Kamid fahrt. Das könnt ihr auch mit X bestätigen. Aber falls bei euch dieses Menü nicht kommt, Leute, solltet ihr trotzdem gleich bei allem so gesehen dieser verbuggte Ladescreen bekommen. Das bedeutet, ihr seid jetzt in diesem Kontaktjob drin und im Hintergrund wird es ganz halt schwarz pulsierend. Das spricht, dass ihr gerade irgendwo reingezogen werdet. Wenn ihr das habt, Leute, schon mal ein gutes Zeichen. Denn als nächstes geht jetzt einfach aus dem Job wieder raus. Seid ihr aus dem Job draußen, Leute, solltet ihr ohne Minimap spawnen. Wenn das nicht der Fall ist, Leute, müsst ihr das Ganze noch einmal machen und zwar so lange, bis ihr es halt hinbekommen habt. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt ohne Minimap gespawnt. Und als nächstes, Leute, müsst ihr jetzt euer Fahrzeug wiederfinden, was irgendwo hier geparkt ist. Habt ihr euer Fahrzeug wiedergefunden, fahrt jetzt damit zu eurer Arena oder Nachtclub-Garage, je nachdem, was ihr benutzt habt. In meinem Fall ist es ja die Arena. Gut, ich bin jetzt mit meiner Arena angekommen. Was macht ihr jetzt? Naja, Leute, ihr fahrt jetzt einfach wieder in die Arena rein und wählt die Ebene aus, woraus euer Fahrzeug stammt. In meinem Fall ist es einfach die Werkstattebene. Gut, habt ihr diese Ebene ausgewählt, müsstet ihr jetzt unter der Map sein und es müsste so richtig rumbacken, rumflaggen, also richtig verbuggter Ladescreen sein. Was müsst ihr als nächstes machen, Leute? Ihr müsst einfach aussteigen. Kurze Zeit später solltet ihr durch die Map fallen und wieder oben an der Oberfläche spawnen. Seid ihr gespawnt, Leute? Sehr gut. So, der nächste Schritt, Leute, ist kein Muss. Wirklich nicht. Der nächste Schritt ist nur eine Kontrolle. Für die Leute, die es machen können, solltet ihr es machen, aber es hindert nicht an den Glitch. Denn für die Leute, die ein RC Bandito haben, sollten jetzt den RC Bandito mal bestellen. Habt ihr den bestellt, beziehungsweise seid in den RC Bandito drinne, könnt ihr einfach mit Dreieck wieder aussteigen. Und jetzt seht ihr, ob ihr in den richtigen GIF-Cast-to-Friends-Modus seid oder nicht. Denn wenn ihr aus den RC Bandito wieder rausspawnt und blinkend wieder erscheint,
dann seid ihr in richtig verglitschten Modus für den GIF-Cast through Friends. Aber ich betone hier nochmal, Leute, dieser Schritt mit dem RC Bandito ist nicht notwendig. Wenn ihr kein RC Bandito habt, nicht schlimm, dann seht ihr halt erst später, ob ihr wirklich richtig verglitscht seid oder nicht. Aber gut, Leute, für die, die jetzt einen RC Bandito-Schritt gemacht haben oder nicht, ist völlig egal, gehen jetzt zu dieser Location hin. Denn bei dieser Location müssen wir jetzt den GIF Cast through Friends ausüben und am besten trefft ihr euch mit eurem Freund dort. Seid ihr jetzt dort angekommen, Leute, und euer Freund ist auch schon da, am besten mit dem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, stellt euch jetzt am besten erstmal so hin wie ich gegen die Wand. Denn als nächstes, Leute, müsst ihr euren MOC bestellen. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und geht auf mobile Kommandozentrale und dann anfordern. Habt ihr das gemacht, Leute, geht ihr wieder in das Menü und geht wieder auf mobile Kommandozentrale und geht jetzt auf persönliches Fahrzeug anfordern. Damit fordert ihr euer Fahrzeug an, was im MOC steht. Also nur zur Erinnerung, Leute, der LG oder im Faccio-Roller. Denn dieses Auto verliert er jetzt bei diesem Glitch. Gut, Leute, steht jetzt euer MOC genau da, wo meiner jetzt ungefähr auch steht und euer Fahrzeug wurde geliefert, steigt jetzt euer Freund mit in eurem Fahrzeug ein. Und dann muss jetzt euer Freund einfach die Optionstaste drücken, dass er in diesem Menü ist, in diesem Kartenmenü. Gut, ihr fahrt jetzt, sobald euer Freund das gemacht hat, in euren MOC hinten wieder rein. Sprich, ihr fahrt zum Anhänger und drückt die rechte Falltaste. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr ganz, ganz kurz gefreezed seid, denn ihr seid so lange gefreezed, bis euer Freund aus dem Auto automatisch rausgekickt wurde. Wurde euer Freund rausgekickt, Leute, müsst jetzt einfach ein bisschen zurückfahren. Und zwar so viel, dass der blaue Punkt sichtbar wird, wenn ihr zu Fuß davor steht. Ist der blaue Punkt sichtbar, Leute, müsst ihr jetzt als nächstes die Franklin-Methode machen. Das bedeutet, ihr haltet jetzt die untere Falltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Denn jetzt kommt eine Meldung. Und diese Meldung müsst ihr mit Kreis ablehnen. Und Leute, diesen Schritt müsst ihr jedes Mal machen. Das ist ganz wichtig, dass ihr einmal diese Trockenübung macht. Denn als nächstes, Leute, geht es in eurem MOC wieder rein und geht auf alleine beitreten. Denn ihr werdet jetzt einen unendlichen Blackscreen bekommen. Der Ladescreen hört nicht mal wieder auf. Aber nach ca. 6 Sekunden, Leute, könnt ihr wieder die untere Falltaste gedrückt halten und einen Story-Modus-Charakter auswählen. Aber das seht ihr jetzt hier nicht, Leute. Das müsst ihr jetzt einfach so vom Gefühl her machen. Denn, Leute, wenn alles funktioniert, müsste jetzt eine Meldung erscheinen in GTA Online. Diese Meldung müsst ihr mit Kreis abbrechen. Denn jetzt spawnt ihr einmal unten an der Straße und zwar unsichtbar. Und diese unsichtbare, Leute, hält nicht für ewig, deswegen müsst ihr euch hier ein bisschen beeilen. Ihr habt jetzt ca. 30 Sekunden Zeit, um ins Fahrzeug von eurem Freund einzusteigen. Denn sobald ihr in diesem Fahrzeug drinne sitzt, zack, bum, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, so einfach war dieser GIF-Cast to Friends. Das Fahrzeug ist jetzt auch direkt abgespeichert und gehört euch. Und nein, keine Sorge, Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Aber gut, Leute, vergesst auf jeden Fall nicht mal ein Like fürs Video da zu lassen für diesen krassen Glitch. Aber ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, ich habe eine Überraschung für euch und ja, ich löse meine Versprechung ein. Denn Leute, vielleicht habt ihr es ja schon gesehen oder nicht, ich habe zum Beispiel die neuesten DLC-Fahrzeuge alle gemerged bzw. gemoddet. Und ich habe mir überlegt, Leute, okay, ich mache mal ein Give Cars to Friends Stream. Das bedeutet, ich gebe meine Autos an euch ab. Das bedeutet, ich werde jetzt am kommenden Samstag einen Give Cars to Friends Stream veranstalten. Und keine Sorge, Leute, für die, die dieses Video einfach irgendwie später schauen, eine Woche oder so, ich mache relativ regelmäßig Give Cars to Friends Streams und verschenke an die Community meine Fahrzeuge. Das bedeutet, Leute, ihr könnt alle gerne kommen und euch 1-2 DLC-Fahrzeuge euch abholen. Also Leute, kommt zum Stream und schnappt euer Lieblingsfahrzeug aus dem DLC oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die ihr haben möchtet. Und Leute, noch eine kleine Information. Dieser GIF-Cast to Friends wird natürlich über Discord gesteuert und natürlich auch geregelt. Das bedeutet, wenn ihr beim Stream mit dabei sein möchtet, dann kommt auch mal am Discord-Server, geht schon mal da rein, könnt auch mit anderen Leuten schon mal ein bisschen traden, aber beim Stream wird das Ganze darüber laufen. Deswegen seid sicher, dass ihr auch auf dem Discord-Server seid, denn sonst wäre es halt ziemlich schade. Aber gut, Leute, das war's dann jetzt auch schon. Ich glaube, die Überraschung ist gelungen oder freut euch schon relativ auf die neuen Fahrzeuge. Aber Leute, ich bin mal raus. Euer Bombard. Ciao.